Liebe Schwestern und Brüder, verstehen wir es, was Jesus sagt? Verstehen wir dieses Wort? Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Dieser Tag, den wir heute begehen, den Tag des unbefleckten Herzens Mariens, kann uns darüber Auskunft geben, dieses Wort besser zu verstehen. Denn es ist hier klar die Linie. In dem Sein, was meinem Vater gehört, heißt im Tempel sein. Was aber ist unser Tempel? Wo muss Christus immer sein? Im Herzen des Menschen. Dort will er wohnen. Dort ist der wahre Tempel. Das ist das, was die Christenheit mit diesem Tag heute begeht. Dass Maria in sich ihr innerstes Selbst zum reinsten Tempel für Gott auf der Welt gemacht hat. Und dass auch unser Herz ein solcher Tempel werden muss, werden kann, damit er dort ist, damit er unser Lehrer wird, damit er in dem ist, was seinem Vater gehört, damit er uns unterweist und wir das tun, was er sagt, wie er seine Wege geht, damit wir den Heimweg finden zum Herzen des Vaters.